Ja, möchte ich Sie erstmal recht herzlich begrüßen. Freue mich, dass so viele von Ihnen hier heute Morgen erschienen sind. Möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Krüger. Ich bin Heilpraktiker, seit 30 Jahren niedergelassen hier im schönen Charlottenburg in Praxi tätig. Darf mich, seitdem es diese Schule gibt, auch um diese Schule leitend kümmern. Praktiziere in meiner Praxis und lehre an dieser Schule prozessorientierte Homöopathie, schamanische Heilkunst, Ikonen der Seele und personale Arbeit am Leib. Möchte Sie noch mal darauf hinweisen, dass Informationen über Therapien, Verband und Ausbildungen, wenn Sie den Gang runtergehen, an der ersten offenen Tür hinten rechts gegeben werden. Da sitzt unser spezielles Büroteam, was Sie gerne über alles, was hier mit Ausbildung, Vereinen, Therapiemethoden etc. zu tun hat, unterrichtet. Ich möchte heute diese Zeit nutzen, so wie es im Prospekt steht, um mit Ihnen über eine Form von Arbeit zu sprechen, nämlich über die Ikonografie der Seele. Ich glaube, das steht im Programm, ich rede heute über Ikonen. Ne? Richtig, prima. Weil ich weiß immer kurz vorher, worüber ich rede. Was ist es? Um was geht es da? Was hat es mit Heilwerden zu tun? Was hat es mit Freiwerden zu tun? Was hat es mit dieser Schule zu tun? Ich möchte mit meinen ersten Begegnungen beginnen, die ich mit dieser Methode zu tun hatte, als es noch gar nicht diese Methode war. Ich habe eine hochintelligente Frau, die sehr, 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 sehr schlaue Bücher liest, Bücher, die ich so nie lesen würde. Ich lese primär Science-Fiction-Romane und Kriminalromane. Da bin ich richtig Spezialist, da kenne ich mich gut aus, über die bilde ich mich auch weiter. Meine Frau liest Fachbücher, psychologische Bücher, feministische Bücher, so schlaue Bücher. Und ich weiß, es ist 20 Jahre her, da brachte sie wieder so ein ganz dickes, schlaues Buch mit. Da stand, glaube ich, drauf Ordnung der Liebe. Und dann habe ich etwas erlebt. Meine Frau ist Skorpionsonne, sehr kritisch, sehr analytisch, sehr klar. Was ich noch nie erlebt hatte, wenn sie ein Buch las. Ich habe öfter schon erlebt, dass sie Bücher gelesen hat und dann flogen die nach 5 Minuten in die Tonne. Schrott, blöd, interessiert mich nicht. Oder ich habe erlebt, dass sie Bücher gelesen hat, hat sie angefangen und hat 14 Tage nicht aufgehört. Stimmt nicht, hat immer Praxis, sie macht alles, aber ich weiß, dass sie sehr intensiv in sowas einsteigen kann und sehr schnell sagen kann, kannst du vergessen, Tonne weg. Und bei diesem Buch von einem Mann, der hieß Bert Hellinger, passierte etwas, was ich so noch nie erlebt habe. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist noch überall Platz. Aber natürlich, da will ich Sie doch gerade bei diesem Thema überhaupt nicht von abhalten. Es muss alles seinen rechten Platz haben. Jedenfalls erlebte ich ein ganz spannendes Phänomen. Sie las dieses Buch und dann flog dieses Buch zornentbrannt nach 5 Minuten in die Ecke. Scheiß Chauvi, scheiß Jesuit. Also solche Worte benutzt meine Frau nicht, aber das war so gefühlt. Wie redet der denn? Und das ist ja altmodisch und das, wie geht denn sowas? Dann dachte ich, das Buch war's jetzt. Dann sah ich aber, dass sie 10 Minuten später wieder dieses Buch in der Hand hatte und, was bei ihr nicht so häufig ist, Tränung der Rührung in den Augen hatte. 5 Minuten später flog das Buch aber wieder in die Ecke. Und es ging dieses ganze Buch so. Und ich habe noch nie erlebt, dass meine Frau beim Lesen eines Buches so ambivalent war. Einerseits, scheiß Chauvi. Ich habe 20 Jahre, meine Frau ist aktive Feministin gewesen, für die Befreiung von Frauen gekämpft und jetzt kommt einer, der sagt, ich soll mich vor meinen Vater stellen und sagen, Vater, ich gebe dir die Ehre, ich bin die Kleine, du bist der Große. Na, ich bin nicht bescheuert. Andererseits,
Und das heißt bei einer Skorpionsonne was? Ganz tiefe Rührung, ganz tiefes Ergriffensein, wie die Lakotas, meine Lieblingsindianer sagen, Wayushasha, erzittern. Von wegen der Wahrheit und der Weisheit, die sie da gerade berührt hatte. Und dann habe ich mir das erzählen lassen, soweit ich so schlaue Sachen verstehe. Da geht es wohl um Familie und da geht es um Ehren und da geht es um Linien und da geht es um Familiengeheimnisse und so weiter und so fort. Hatte das denn wieder ein bisschen vergessen? Und dann sagte meine Frau ein paar Wochen später zu mir, hast du Lust, mit in die Urania zu kommen? Da kommt der Hellinger hin. Sag ich, Hellinger, wer ist denn das? Na da, das Buch. Ah, das ist interessant. Also ein Mann, der dich so in Rage bringt, der muss spannend sein. Und dann bin ich mit meiner Frau und noch zwei Freundinnen, auch sehr extrem frauenbewegte Frauen, dahin gegangen. Und habe das Gleiche, was meine Frau beim Lesen dieses Buches erlebt hat, nochmal 4 Tage live erlebt. Ein Publikum, was manchmal fast aufsprang und sagte, sowas kann man doch nicht machen. Und ein Publikum, wo 500 Leute im Saal weinten, weil da vorne was stattfand, was so unbegreiflich berührend war, was so unbegreiflich heilend schien, was so kollektiv erlebbar verändert hat, wie bis dahin keine anderen Sachen, die ich kannte. Ich hatte bis dahin schon ganz, ganz viele homöopathische Wunder erlebt, bin ja von Hause aus primär Homöopath, hatte auch schon kleine Wunder erlebt mit anderen Therapiemethoden, aber so viel kollektiv, und ich habe in der 15. Reihe in der Urania gesessen, wahrnehmbare Seelenbewegung, wie an diesem Wochenende, hatte ich so noch nie kennengelernt, Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte homöopathischen Sonntag, Samstag war ich beim Hellinger, Sonntag vormittag habe ich hier meine Homöopathieveranstaltung gehabt, nachmittags wollte ich gleich wieder zu Hellinger und ich bin hierher gekommen. Und da saßen meine 100 Zuhörer und ich habe denen gesagt, ihr müsst, wenn hier fertig ist, sofort in die Urania fahren, sofort. Und eigentlich habe ich den ganzen Sonntag nicht über Homöopathie erzählt, sondern ich habe nur davon erzählt, was ich an diesem Samstag und an diesem Freitag in der Urania erlebt habe. Und da meine Zuhörer daran gewöhnt sind, dass ich oft nicht über das erzähle, was im Programm steht, außer heute, haben die das auch sehr freudig aufgenommen und sind fast alle mit in die Urania gekommen. Also der gesamte homöopathische Sonntag ging danach in die Urania. Ich habe diese Art der Arbeit anschließend erlernt von meinem hochverehrten systemischen Lehrer Matthias Varga von Kibet, einer der ganz großen systemischen Aufsteller hier in Deutschland. Über 4 Jahre. Wir hatten ja eine Ausbildungsgruppe in Berlin. Wir hatten das große Glück, dass der Professor Kibet hier nach Berlin gekommen ist, uns dreimal jährlich immer ein Wochenende diese Kunst beigebracht hat. Wobei Bert Hellinger sagt selbst, jedenfalls hat er mir noch einen Brief geschrieben vor 20 Jahren, inzwischen bietet er selbst Ausbildung an. Damals hat er noch geschrieben, man kann es nicht lernen. Man soll es sich ganz oft anschauen von Menschen, die es können. Und dann soll man es selbst probieren, sich auf die Wirkung des wissenden Feldes verlassen. Da ich doppelter Krebs bin, Zettel brauche und Leute brauche, die mir sagen, was ich zu machen habe, dann bin ich sicher, war für mich so eine Ausbildung wichtig. Ich brauchte einen Meister, der mir genau erklärt, wie das funktioniert, um es dann nachher in Praxis doch anders zu machen, weil wer einmal in einem solchen Feld steht, ob als Klient oder als Leiter, der merkt einfach, dass da Kräfte wirken, die mit uns und unserem kleinen Mind nicht viel zu tun haben. In diesen Feldern wirkt Größeres und dieses Größere ist physisch wahrnehmbar.